Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Jean and Len Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, diesen Adventskalender habe ich für 74,99 abzüglich 15% Rabatt gekauft, weil da gab es gerade so eine Rabattaktion. Und das ist so ein ganz spezieller, witziger Adventskalender, denn, komme gerade nicht an die Schlaufe dran, es ist so ein Haus und in diesem Haus befinden sich 24 kleine Geschenke. Und die werden wir jetzt mal zusammen auspacken. Erstmal müssen wir das Dach aufmachen. Das ist so ein richtig geiler, schwerer Karton und man kann das super weiterverwenden als Geschenkverpackung oder. Und ja, wir starten mit der Nummer 1. Und das ist alles so schön eingepackt wie damals, als wir für meine Oma auch so einen Adventskalender gepackt haben, wo wir die ganzen Sachen einzeln eingepackt haben. Und in der Nummer 1 befindet sich ein Shampoo für Feuchtigkeit, reinigt und pflegt spürbar mit Rosmarin- und Ingwerduft. 300 ml sind hier drin enthalten und das ist schon mal ein mega guter Start, würde ich sagen, oder? Weil Feuchtigkeit kann ich gut gebrauchen, so ein großes Shampoo, mega in einem Adventskalender, kann so weitergehen. Dann sollten wir mal in die Nummer 2 sehen. Okay, das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so cool. Das ist ein Hygiene-Handgel ohne Gedöns, ohne Vegan. Gut, das ist ohne Vegan, genau. Ohne Gedöns und Vegan. Das ist halt dieser typische Spruch von Jean and Len. 125 ml sind hier drin enthalten. Ja, wir haben immer noch Corona. Ja, sowas verwendet man ständig. Aber nein, ich möchte sowas nicht in meinem Adventskalender haben. Was enthält die Nummer 3? Wir werden sie mal fragen. Eine Tagescreme. Ja, kann man auf jeden Fall gebrauchen. Anti-Aging, vielen Dank. Ja, auch das kann man gut gebrauchen. 50 ml sind hier drin enthalten. Und so eine Tagescreme ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Ich habe mich wirklich gefragt, ob wir wirklich auch auf 24 Produkte bei dieser Marke kommen werden. Denn das Sortiment ist meiner Meinung nach gar nicht so unheimlich groß. Hoffentlich ist die Nummer 4 besonders famos. Sorry, I love chocolate, I choc, feel free. Okay, das ist hier als kleiner Flyer mit drin enthalten. Und White Nougat Crisp vegan, mit Haselnusskrokant. 80 Gramm sind in dieser Schokolade. Also das ist natürlich kein klassisches Produkt von Jean and Len, aber von der Partnermarke. Das finde ich ganz nett. Oh, die Nummer 5 ist ganz schön fett. Hier erwartet uns eine Handseife, auch wieder mit diesem Rosmarin- und Ingwerduft und da sind 250 ml drin. Ja, eine schöne Geschichte, ein Pumpspender, auf jeden Fall ein sinnvolles Produkt. Nikolaus erwartet uns einen Umschlag und wir haben insgesamt auch noch zwei weitere andere Umschläge hier. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt hier drin finden werden. Das ist ein 5-Euro-Gutschein auf deinen Einkauf im Flagship-Store oder auf jeanlen.de. Okay, ja, das ist auf jeden Fall nett. Da ist ein individueller Gutscheincode mit dabei und da kriegt man einen 5-Euro-Code. Ja, ist okay. Ich hoffe nur nicht, dass wir wirklich in den anderen beiden Umschlägen auch einfach nur einen 5-Euro-Gutschein drin haben. Ne? Ja, wie ja eben schon erwähnt, ich bin mir nicht sicher, ob das Sortiment überhaupt so groß ist, dass die hier so viele Produkte reinbekommen. Aber ich finde Gutscheine in Adventskalendern immer so unkreativ. Hoffentlich holt uns die Nummer 7 aus dem Tief. Nee. Oh, 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 wir haben eine Zahnpasta drin, Soft White. Ja, ich verwende Zahnpasta. Ohne Zahnpasta, ne, würde das Lächeln in dem Gesicht der Menschen nicht so strahlend weiß aussehen und so. Trotzdem, 75 ml, nee, komm. Also das ist wirklich kein Produkt, was ich gerne in einem Adventskalender drin habe. Das hole ich mir gerne, wenn ich es brauche, aber nicht in einem Adventskalender. Die Nummer 8 soll machen, dass es kracht. Das finde ich gut. Hier haben wir einen Conditioner für Feuchtigkeit, auch wieder mit Rosmarin und Ingwerduft. 300 ml drin. Das ist auf jeden Fall das Pendant zu der Nummer 1 und das finde ich gut. Das macht Sinn. Über die Nummer 9 werde ich mich hoffentlich wieder ein bisschen mehr freuen. Eine sehr geile Handcreme, ohne Gedöns, vegan, für empfindliche trockene Hände, geschmeidig wie ein Rochen, okay, mit zartem Rosenextrakt, fancy, definitiv, 75 ml, eine Handcreme pro Adventskalender, gerade wenn es ein Pflege-Adventskalender ist, kann ich auf jeden Fall verkraften. Aber ja, noch ein Briefumschlag, ich hoffe, die Nummer 10 wird in eine andere Richtung gehen und uns nicht wieder mit einem Gutschein beglücken wollen, sondern mit irgendwas anderem. Oh, hier steht Frohe Weihnachten drauf und das ist einfach eine Karte. Yay! Die Nummer 11 fühlt sich etwas anders an als etwas aus der Pflegesparte.
Okay, ja, Essen, schön, L-Origen, weiß ich nicht, Organic Plantain Chips, Kochbanane. Das finde ich lecker, Paprika-Geschmack. Und hier haben wir Feliz Navidad, Merry Christmas, auch eine Karte von L-Origen mit dabei. Und das ist ein süßes, bepacktes Lama. Das finde ich auf jeden Fall schön. Was werden wir jetzt in der Nummer 12 sehen? Ja, auch das ist wieder ein Partnermarkenprodukt. Maria and the Holy Spirits, alkoholfreier Aperno-Spritz vegan. Ja, ne, 250 Milliliter, das ist einfach ein Getränk. Okay, ja, ist okay. Hoffentlich ist die Nummer 13 keine Pechzahl. Es ist auf jeden Fall alles schön händisch, liebevoll verpackt. Das kann man nicht anders sagen. Hier haben wir eine Dusche drin. Cremeöl, Dusche, reichhaltig, intensive Pflege für trockene Haut. Leider in einem Duft, den ich nicht mag, und zwar Kokos. 250 Milliliter haben wir hier enthalten. Rieche ich jetzt so nichts durch. Mit Bio-Hafermilch und Kokosöl. Ja, ne? Jetzt gerade sind wir in so einem kleinen Loch hier drin. Jetzt öffnen wir die Nummer 14. Das macht Sinn. Da ist was drin, was natürlich mein Gemüt mal wieder erhält. Eine Maske, stehe ich drauf. Glättende Maske, vegan, pflegt intensiv und regeneriert bei ersten Fältchen. Mit Hyaluron und Rose, auf jeden Fall voll mein Ding. Finde ich gut, freue ich mich drüber. Ne? Jo. Und dann ist schon die Nummer 15 da. Okay, das hier ist jetzt so ein Jutebeutel offensichtlich. Jo, einfach ein Jutebeutel von Jean & Len. Ja, kann man machen, ne? Ich brauche auf jeden Fall immer Jutebeutel. Die habe ich gefühlt überall in unseren Autos drin. Also in meinem Auto, in dem von meinem Freund und in allen möglichen Taschen und so weiter. Deswegen, ich kann da nie genug von haben und da freue ich mich immer drüber. Ist ein sinnvolles Produkt. Ja, ne? Mal gucken, ob mich die Nummer 16 entzückt. Leave-in-Aufbauspray für strukturgeschädigtes Haar mit Keratin, Kraft, Glanz und vegan. Okay, 100 Milliliter sind hier drin enthalten. Sowas verwende ich auch täglich direkt nach dem Duschen. Das werde ich gut gebrauchen können. Das mag ich gerne. Jetzt geht die Nummer 17 ins Rennen. Ja, auch das darf tatsächlich nicht fehlen. Eine Deo-Creme von Jean & Len mit Salbei und Blutorange. Und da sind 50 Milliliter drin enthalten. Ich verwende gerne Deo-Cremes oder Deo-Roller oder sowas. Abends nach dem Duschen, zum Beispiel wenn ich mir auch frisch die Achseln rasiert habe, weil das einfach angenehmer für mich ist. Und deswegen ist es ein Produkt, was ich definitiv positiv finde. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, die Nummer 18. Auch wieder ein Produkt von einer Partnermarke von Vegans oder Vegans. Dunkle Grundsoße, vegan, ohne Hefeextrakt, glutenfrei. Ja, 140 Gramm. Das ist einfach so eine Soße. Das hätte ich jetzt hier echt nicht drin gebraucht. Wie wird es nun mit der Nummer 19 weitergehen? Wir werden es gleich sehen. Ist auf jeden Fall eine große Tube, deswegen denke ich, dass es kein Partnerprodukt ist. Nee, es ist eine Bodylotion. Das finde ich auch gut. Auch wieder dieser Rosmarin- und Ingwerduft. Wäre natürlich blöd, wenn man kein Rosmarin und Ingwer mag. Ne? Ist ja fast alles in dieser Duftrichtung für normale bis trockene Haut. 250 Milliliter sind hier drin enthalten. Und ja, Bodylotion kann man auf jeden Fall auch sehr gut gebrauchen. Mag ich gerne leiden. Was wird die Nummer 20 verkleiden? Eine kleine Tube. Und zwar die Nachtcreme, die uns fehlte. Sehr gut. Auch Anti-Aging, auch 50 Milliliter, auch von Jean & Len. Und ich finde es halt, also diese Marke an sich finde ich halt so sympathisch, ne? Weil du kein Rampampam damit bei hast und das Ganze halt irgendwie so natürlich auch irgendwie ist. Und deswegen finde ich das schön. In der Nummer 21 haben wir wieder einen Umschlag. Ich hoffe, dass wir nicht schon wieder eine leere Karte bekommen oder einen 5-Euro-Gutschein. Es ist, was ist das denn? O Tannenbaum. So wichtig für uns. Nein, so wichtig für uns und fürs Klima sind deine Blätter. Ein Weihnachtsbaum fürs Klima. Für jeden verkauften Adventskalender haben wir gemeinsam mit Grow Me Tree einen Baum gepflanzt. Oh, schön. Das ging nur mit deiner Hilfe. Danke. Das finde ich schön. Ne? Da hat Jean & Len dann zusammen mit Grow My Tree einen Baum gepflanzt. Das finde ich wirklich cool. Das ist eine schöne Sache in so einem Adventskalender. Und ja, da freue ich mich wirklich drüber. Dann öffnen wir mal zusammen die Nummer 22. Auch hier haben wir wieder eine Tube drin, aber das verrät die Verpackung ja schon direkt. Das finde ich schön. Eine Fußcreme von Jean & Len. Intensive Pflege für trockene Haut, ohne Gedöns, vegan, Shea-Butter, Calendula. 100 Milliliter. Jeden Abend creme ich mir die Füße ein und das finde ich sehr fein und das muss auch sein. Und deswegen gehört sowas auch in einen Adventskalender rein. Oh, der Tag vor Heiligabend ist wieder mit sehr
nicht wirklich pflegemäßig anfühlendem Gedönsen gefüllt. Nee, hier haben wir noch ein bisschen was zu naschen und zwar von Foodloose. Süß, also das erinnert mich definitiv an den Film mit den Pinguinen. Fruchtgummi, Bio-Mango ohne Zuckerzusatz, 98% Frucht. Snack, was Gutes, tu was Gutes. Das finde ich jetzt aber ehrlich gesagt echt ein bisschen mau. Wie viel haben wir hier drin? 30 Gramm. Nee, also das ist für mich kein Produkt, was in einen 75-Euro-Adventskalender reingehört. Wir sind schon beim Ende, das ist ja unerhört. Ja, die Nummer 24 enthält wahrscheinlich irgendein Serum oder sowas, weil da muss ja theoretisch jetzt noch irgendein Klopper drin sein, ne? Weil, ja, Sleep. Bio Soul Parfum Lavendel Orange. Okay, das ist so ein Pillow Spray, 50 Milliliter und sowas mag ich gerne. Also das verwende ich auch tatsächlich jeden Tag. Also es sind viele Produkte hier auch drin, die ich jeden Tag verwende, genauso auch sowas. Und dieser Lavendelduft finde ich klasse. Orangeduft hat dann auch ein bisschen was Weihnachtliches mit dabei. Und ja, das ist jetzt in der Nummer 24 drin. Wie finde ich denn jetzt den Adventskalender? Puh, also ich finde es nett, dass, oder nein, nett ist gemein. Ich finde es schön, dass wir hier sehr viele Full-Sizes drin haben. Ich finde es auch irgendwie ganz cool, dass wir hier andere Marken mit drin haben, um sie einfach kennenzulernen. Aber irgendwie finde ich persönlich, fehlt was. Mir fehlt der Knaller, mir fehlt dieses Wow-Produkt. Für mich war das einzige Wow hier tatsächlich das mit dem Tannenbaum, beziehungsweise dass ein Baum gepflanzt worden ist, aber da hätte ich auch genauso gut selber spenden können. Und ja, ich weiß nicht, mich haut er jetzt nicht so um. Optisch ist er richtig schön, das ist auch genial, dass wir hier Full-Sizes drin haben, dass es alles händisch eingepackt worden ist und so. Aber ich muss jetzt wirklich ehrlich gestehen, dass ich den Adventskalender echt nicht toll finde. Ja, ich finde ihn sehr basic, ne? Weiß ich nicht. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, aber irgendein Knüller fehlt mir. Wenn die jetzt am Ende noch ein mega geiles Serum reingepackt hätten oder sowas, ne? Und dann quasi dieses Kissenspray in die 23. Hätte ich cool gefunden, aber irgendwie fehlt mir was. Sicherlich sind wir vom Wert her auch relativ hoch, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ist mir das, was da vorne steht, keine 75 Euro wert? Das ist jetzt traurig, aber es ist so, ne? Dann haben wir eine Zahnpasta, eine Handcreme, ein Desinfektionskram für die Hände drin gehabt. Yay, fehlt nur noch eine Rolle Klopapier und dann bin ich zufrieden und rundum versorgt. Aber das gefällt mir einfach nicht, ne? Oder ein Scrunchie und eine Bambuszahnbürste. Das wäre auch noch traumhaft gewesen. Nein, also das ist wirklich kein Adventskalender, den ich feiere. Da gibt es deutlich bessere und ich werde weitersuchen nach dem perfekten Adventskalender und ihr dürft mich gerne begleiten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.